Nichts prägte das Ruhrgebiet mehr als die blühende Industrie von Kohle und Stahl. Doch diese Industrie hat auch ihre Schattenseiten, auf der wir vor einiger Zeit stießen. Uns wurde berichtet, dass ein Eingang des weit diskutierten OP-Bunkers entdeckt wurde, offen zugänglich für jedermann auf dem Grundstück einer Industrieruine. Uns war vorab nicht klar, dass es genau der Bunker ist, nach dem schon Jahre gesucht wurde, der sogar bei vielen als nicht existent galt. Wir sind nun einer der wenigen, die sich in das Innere vorgekämpft haben und vielleicht das Geheimnis dahinter lüften. Weder die Stadt noch der Eigentümer bestätigt die Existenz. Es wird geschwiegen. Möglicherweise ist es ein weiterer Bunker des Luftangriffs vor über 70 Jahren, der durch eine Bombe einen direkten Treffer abbekam. Einige überlebten das Inferno wie durch ein Wunder und konnten sich in Sicherheit bringen. Tausende weitere jedoch konnten das nicht. Als die Retter schließlich zu den verschütteten Bunkern vorstoßen konnten, fanden sie oft unvorstellbare Horrorszenarien vor. In Kellern, die einen direkten Treffer abbekommen hatten, waren die Wände von oben bis unten in Blut getränkt. Retter fanden in einigen Bunkern schmieriges Fett vor, das den Boden bis zu 30 cm hoch bedeckte. Die Opfer waren zerschmolzen zu einer dunklen Flüssigkeit. Ja. So ist der Abstieg schwierig. Oh Leute, ja, das ist richtig schwierig. Das ist richtig scheiße. Und ihr Lauf, ich gebe dir die Hand, dann schütze ich hier rauf. Habe. Ein Sprung drüber. Ja, okay. Ja, nimm mal die Kamera. So, einmal, ich versuche mich ein bisschen frei zu machen. Mirko, ich bin drin, komm. Das ist unfassbar. Die Kamera, lass mal das Licht so wieder, lass das nach unten ruhig. Leute, das ist unfassbar. Guckt euch das Ding an. Kai. Kai, guckt dir das an. Ich hab ja viel erwartet, ne, aber... Das hab ich noch nicht gesehen. Wo ist der Daniel? Bleib oben. Sicher? Ist ja. Unsicher sonst. Einer muss oben bleiben und... Der wollte eh nicht mit, oder? Nee, er hat gesagt, er bleibt oben, weil falls die Treppe einstürzt. Okay, also der Daniel gehört eigentlich noch zu unserem festen Team, aber der bleibt jetzt oben. Ja, der Nick von Verlassener Ort ist wieder am Start. Hallo. Erklär den Zuschauern mal, was das hier ist, wie das sowieso entsteht. Ja, das sind Stalaktiten, die von der Decke hängen. Ich nenne das mal so. T hängt von der Decke. Das sind Kalk- und Salzablagerungen, die halt über die Jahre durch das Erdreich sickern und sich dann hier bilden. Ja. Man sagt ja immer, wenn sowas sich bildet, ist das immer sehr einschussgefährdet, der Bereich, oder? Oder ist das wieder ein Mythos? Ja, gut. Ich finde die halt immer schön. Ich finde das immer schade, wenn die kaputt gemacht werden. Boah, das ist eklig. Wir kämpfen gerade mit der Luftfeuchtigkeit hier unten. Die Kamera, die beschlägt, ich muss jetzt auch meine Jacke offen lassen, damit ich immer wieder das Bild vorne wieder klar bekomme. Das sieht auch geil aus. Lass uns mal den Kollegen da hinten folgen. Komm, scheiß auf deine Schuhe, ob die jetzt nass werden oder nicht. Hä? Das sind doch immer eine Lost-Pay-Sicherheitsschuhe. Die sind aber geil. Die sind auch gut. Ja, die sind auch toll. Damit sind sie morgen wieder im Büro, ist kein Ding. Hier sind schon deformierte Rohre. Hinten kommt ein Bereich. Boah, das geht immer tiefer. Jetzt ist egal. Durch da. Wahnsinn, oder? Alles egal. Ja. Es geht hier lang, hier lang. Ist das jetzt, was ich hier denke? Nein, ne? Doch. Ehrlich jetzt? Was ist es? Guck dir doch mal an, was das für ein Zeug ist. Da vorne liegt auch der beste Kenner, was gespielt ist. Ach du Scheiße, also lauf nicht da, wo du jetzt... Du läufst gerade mitten durch. Ach du Scheiße. Das ist definitiv... Ich muss das jetzt mal kurz erklären, Leute. Also ihr seht, guckt mal die Wände an, guckt mal den Boden an. Das sind Leichen, die Überreste von Menschen. Ich kann jetzt nicht mehr genau definieren, was das hier sein, was das alles ist. Da sind Verbrennungen noch gut zu erkennen. Und das ist kein Scherz jetzt. Das ist kein Scherz.
Das ist ein Massengrab. Das ist ein Massengrab. Ja, ganz ehrlich, das glaubt kein Mensch. Ich komme mir auch echt doof vor, dass ich jetzt hier so einfach mal so drüber laufe. Aber hier, ihr seht zum Beispiel, hier ist noch ein Torso. Ich zitter, Leute, das ist echt, das ist unfassbar. Ich gehe gleich nochmal kurz ziemlich nah ran. Das ist unfassbar. Wo hast du den Kopf? Hast du da wirklich einen Kopf? Ich sehe noch nichts, warte, dass ich mal hier hinkomme. Mach das Licht weg. Achso. Das sind wirklich die Zähne? Das sieht ja aus wie ein Gelenk oder so. Mach mal Licht einmal weg. Lass du da? Knochen? Das ganze Ding hier könnte die Hand sein. Mach mal Licht weg, bitte. Wahnsinn, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ihr könnt jetzt richtig sehen, dass das hier links, rechts rein geflogen ist alles, ne? Hier das an der Wand, das sind alles Menschenreste. Das klingt total abartig, es ist aber so. Leute, es ist wirklich so. Und das ist scheinbar ein... Du machst davon ein Foto, okay, das ist ja scheinbar der Kopf. Man weiß es nicht, also man kann es jetzt nicht sagen, ob das hier wirklich ein Kopf war. Sieht schon annähernd so aus. Wahnsinn, oder? Das ist unfassbar. Oh, fuck. Was ich natürlich jetzt nicht verstehe, ist, warum gab es nur hier diese Druckwelle? Genau hier, weil hier alle standen? Ist da oben ein Schussloch? Nee, hier kam nichts. Nee, das ist hier rausgefallen direkt. Das kann nur Druckwelle sein. Gut, die haben sich alle hier gesammelt. Du siehst aber hier, du kannst jetzt hier gut die Druckwelle nochmal... bildlich darstellen. Guck mal, selbst die Eisenstangen, die haben sich komplett verbogen hier an der Wand. Siehst du das? Bis auf die andere Seite. Aber das hier hat sich das... Versuch mal gleich nicht von hinten zu leuchten. Dann habe ich Schatten. Fertig? Aber guck mal, hier siehst du die Sachen aufgeplatzt. Da war das war auf jeden Fall irgendwas Organisches. Wo? Hier. Du kannst da vorne, kannst du nochmal schön... Ja, schön ist das natürlich jetzt nicht, aber du kannst da vorne nochmal die Verbrennung sehen, hier an der Ecke. Hier, siehst du das hier? Jo, das ist weggeschmort. Randwunde. Richtig übel, ne? Hier liegt einer, da liegt einer. Ha? Komm mal in die Position hier, wo ich bin. Siehst du das? Das hier ist der Oberkörper, das ist der Kopf, das ist der Oberkörper. Scheiße. Siehst du das? Ja. Die liegen hier in Reihe. Das ist der Oberkörper, hier unten ist das Becken. Ja, hier, guck mal. Hier müsste die Wirbelsäule zwischen sein. Das siehst du. Die haben sich eingekrümmt. Komm mal her von der Position. Ich sehe, was hier. Du meinst. Hier, der erste liegt hier vorne, das ist der, hier. Das ist der Oberkörper, da liegt der Kopf. Der Kopf, und das geht immer so weiter, guck dir das mal an. Ja, die ganzen Köpfe liegen hier. Die liegen alle so rum. Ach du Scheiße. Kai. Was denn? Die liegen alle in Reihe hier. Komm mal zu uns, genau neben uns. Geh mal hier in die Höhe, wo ich hier bin. Dann siehst du, dass hier vorne der Oberkörper, die haben die Hände noch vorm Gesicht gemacht. Hier ist der Kopf, die liegen alle so in Reihe. Warte mal, nimm mal ein Foto. Alter, makaber, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer sehen können vom Bild her jetzt. Du siehst halt, wie das an den Seiten hier hochgeht. Guck mal, hier kam auch die Druckwelle her. Hier. Ja, von hier siehst du, wie die Eisenstangen verbogen sind. Überleg ich mal, wenn die Stange schon verbiegt. Wo war der Einschlag? Und du siehst auch, dass hier an der Wand immer alles hochgeplatzt ist. Auf der anderen Seite auch. Guck mal, zack, zack, zack. Mach mal bitte einmal Licht aus. Ja, ich geh weg hier. Alles unfassbar, wirklich. Ich bin ja immer der lustige Mensch, aber heute finde ich echt, ist das... Da ist es zugemauert. Ha, das Ende. Da ist auch Ende. Da ist auch zu. Wahnsinn, oder?
Du hast das jetzt erkannt, ne? Wollte ich mal. Ja, also von einer anderen Position aus war es schwer zu erkennen, aber von da hast du es wirklich. Du hast gesehen, so, um jetzt den Zuschauern nochmal zu zeigen, halt mal die Kamera, dann zeige ich denen das, wie die Leute da lagen. Also, die haben ja, gut, jetzt habe ich die Taschenlampe in der Hand, die lagen so da. So, der Kopf lag da so und die waren so eingeklemmt. So. Kann man das sehen? Ja, jetzt ja. Gehe ich jetzt mal stark von aus, ist natürlich schwer, aber ihr habt ja gesehen, das ist wirklich kein Scheiß. Ihr habt ja noch die Verbrennung gesehen. Vor allem, wie dick hier der Boden aufgehäuft ist. Das heißt, hier ist alles übereinander. Das sind bestimmt 40, 50 Zentimeter Menschenreste, die hier liegen. Nee, ist nicht mehr so weit. Wir waren da gerade gucken. Nee. Ich sag ja, wenn du brauchst da nicht viel Fantasie für haben. Guck mal hier, die Arme haben die zusammen, die sind ja alle die gleich. Die haben sich verschränkt. Die haben sich wahrscheinlich auf den Boden gelegt, verschränkt. Nein, ich habe mal gehört, die menschliche Schutzfunktion ist, dass du so machst. So, im Schadenfall, ja. Und so liegen die alle hier. Die liegen 1, 2, 3, 4, 5, ohne Ende. Das hört ja nicht auf. Guck mal, wie die Wände voll gespritzt sind. Mit Blut, mit Organteilen. Das ist allein auf dem Stück liegen ja schon 20 Stück. Guck doch mal, was hier alles rumliegt. Und in den Seitengang da hinten geht es ja auch noch rein. Die Zuschauer werden jetzt sagen, warum liegt das noch hier? Warum ist das hier so? Ich kann euch die Sachen nur so beantworten, dass wir haben ein bisschen recherchiert und es hieß, dass es nicht mehr möglich war, die Überreste hier rauszuholen. Man hat den Bunker einfach verschlossen. Man konnte leider nicht mehr definieren, wer hier in diesem Schutzstollen Schutz gesucht hat. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, ob das Video ab 18 ist oder ab 16 schon. Ja, es ist eine Location, da kommt man eigentlich so nicht rein. Es war jetzt was ganz Besonderes und ich fand es extrem krass. Also muss ich jetzt nicht nochmal haben. Ihr könnt jetzt wirklich mal unten reinschreiben, was ihr so denkt, ob wir richtig lagen bei diesen Körperhaltungen. Oder ihr seht, mir fehlen heute so ein bisschen die Worte, weil das eigentlich... Das ist krass. Es ist schwierig, Bis zum nächsten Video. Ciao. Es gibt Leute, die behaupten, da unten sei alles nur Schlacke. Da schiebt jemand eine 1000 Grad heiße Schlacke in einer Schubkarre bis genau in diesen Gang. Was denkt ihr? Ist da etwas dran oder alles nur Fiktion? Nachdem wir zu Hause eingetroffen waren, fingen die ersten Kollegen an, die Bilder zu bearbeiten. Dabei fiel etwas ganz Besonderes auf. Erkennt ihr das kleine Kind?